Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Asreiter und wir sind in Arborion unterwegs mit der Folge Nummer 71. Ja, Ziel, wir sind durch das Tor geflogen, was sich hier hinter uns begibt und wir müssten jetzt mal schauen. Ja, der Thomas Stehler hat geschrieben, fangen wir so an. Der Thomas Stehler hat mir gesagt, dass ich natürlich beim Handel da den Fehler gemacht habe und nicht geschaut habe. Warte mal, können wir hier im Handelssystem jetzt gerade was sehen? Ne, Shift-Taste, dann kommen wir da oben hin. Hier stand Sauerstoff und ich habe gedacht, Holzfarm, die verkauft auch nur Holz. Nein, die wollten tatsächlich was anderes haben, so wie wir hier Kohle machen können, ne? Kohle holen können und der mobile Händler, der möchte das haben. Nur bei dem mobilen Händler wäre ich immer vorsichtig, weil der ist nur in der Regel eine Viertelstunde da und dann hast ein Problem, ne? Jetzt müsste man gerade den mobilen Händler nur einmal aufrufen. Ich weiß nicht, ob es bei dem noch eine Zeitangabe gibt. Güterhandel gibt es hier Interessantes. Wo ist dein Heimat? Gib mir deine ganze Fahrt. Ich habe von einem Piratenkönig gehört. Weißt du etwas darüber? Ach, der Piratenkönig, ja, den könnten wir dann auch mal machen. Es tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Du solltest jemand näher am Rand der Galaxie fragen. Danke für deine Hilfe. Ja, ich sehe aber keine Zeit hier, wie lange der mobile Händler noch da ist, oder? Nee. Güter handeln. Sehen wir hier irgendwo? Nein, also er will definitiv hier die Kohle ja haben. Jetzt müssten wir bei der Kohlefarm gucken. Wir können ja nochmal da oben schnell das machen. Ich weiß nicht, ob wir das aber schaffen. Die ist voraus, ist also gar nicht weit weg. So, Docking Ports gibt es einige hier. Welcher ist der nächste? Wahrscheinlich hier unten einer von. Ah, da war gerade, glaube ich, das erschienen und ich habe zu früh gedrückt, ne? Ah ne, da war was anderes, was geblinkt hat. Traktorstahl dran ziehen. Kurz nochmal schnell hier reingeguckt. Kohlemine. ...1592 will der. Ja. Jetzt haben wir's. Güter handeln, Kohle. 1592. Ach, ich habe ja noch das Holz da drin. Da brauchen wir jetzt gar nicht weiter überlegen. Ja, gut. F9, mobiler Händler. Ich weiß nicht, zu welchem Preis ich das damals gekauft habe. Das ist schon mal schlecht, ne? Ne, das wollte ich nicht und das wollte ich nicht und das wollte ich. Güter handeln, verkaufen, Marke Holz. Ne, jetzt haben wir Holz im Lagerraum, ne? Und können nichts damit anfangen. Was sagt denn unser Handelssystem und Holz? Nix. Also das sind die Handelsrouten von Station kaufen und an Stationen verkaufen. Und hier gibt es kein Zeug, was jetzt für uns rentabel wäre, ne? Ja, vielleicht kann ja einer mal noch nachgucken und in den Kommentaren schreiben, zu welchem Preis ich damals das Ding ins gekauft habe. Wie heißt es? Das Holz gekauft habe, ich weiß es nicht mehr. Wir sind jetzt hier, ich würde mal gucken, dass wir schauen. Da gibt's nichts. Raumjäger, Kabelhersteller, Kabelhersteller, Militärstation, Stahlfabriken, Handelsposten. Da wäre einer. Wäre besser, wenn wir hier einen Ort hätten, wo mehrere Handelsposten sind, ne? Da ist nur ein Handelsposten auch. Solarkraftwerke, die brauchen bestimmt kein Holz. Da ist auch ein Handelsposten. Da ist einer.
Da ist auch nichts. Ich wüsste jetzt auch nicht so richtig, was hier wäre, wo ich sagen könnte, jo, das ist der passende Handelsposten, um Holz zu verkaufen. Ah, da sind zwei Handelsposten, da fliegen wir dann mal hin und gucken zu, dass wir da vielleicht unser Holz loswerden, was wir falsch eingekauft haben. War bestimmt aber super billig. Auf einer Holzfarm muss es ja eigentlich billig sein, weil die produzieren da Holz und dann passt das schon, ne, oder? Ja, wir können ja auch erstmal hier gucken, ne? Was können wir hier an Stationen verkaufen? Holz. 351 Credits. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Ich verkaufe es, damit ich Lagerraum freikriege, damit ich wieder andere Dinge machen kann. So, da geht die Reise hin. Ich höre nix. Wo ist mein Schiff? Ach, das ist nicht da. Doch. Hallo, wo ist mein Schiff? Es wird nicht mehr angezeigt. Ja. Da ist es jetzt. Ach, das war ganz weit vorne, ne? So sieht's aus. Alles klar. Das ist, wenn man aus der Karte, den Bug hatten wir ja schon gekannt, ne? Oder wie war das, wenn es ein Bug ist? So, Handelsposten, ahoi. Oh, ich dachte, da unten wäre ein Dockingport, ist wohl nicht. So, dann mal gucken, dass wir Güter handeln machen und verkaufen, und zwar das ganze Holz. Gib mir all dein Holz. Verkaufen. Ich habe keine Ahnung. 107 gab das hier. So, jetzt gucken wir mal gerade hier rein. Gibt es hier routentechnisch was? Ja. Die Kohle. Wieder ein mobiler Händler hier, ne? Oder in der Nähe. Was ist das? Carbon. 92.000 Gewinn. Das gibt's da vorne. Und der mobile Händler? Handel ein guter Handelsposten, wir bieten eindeutig bessere Auswahl als jede Fabrik. Und ich jetzt wüsste, wie lange der mobile Händler da ist, ne? Ist immer schwer mit so einem fliegenden Händler, ne? Zweites Tornetzwerk, okay. Da unten ist ein Dockingport. Na super, wieder zu früh. So, jetzt aber. Ach so, ich habe noch nicht geguckt. Kann ich das jetzt aufrufen? Nein. Ich habe mir eben das zwar angeguckt, weiß es aber nicht mehr, wie viel es war. Handelsposten 3552. 3552 vom Carbon. Ah, warte. Carbon ist wieder nicht angedockt. Super, oder? Herrlich. Kaufen. Schnell den mobilen Händler noch auswählen. Und der ist weg. Ja, super. Hat gut geklappt, ne? Oder ist der im anderen Sektor? Kann natürlich auch sein, ne? Ja klar, ist der im anderen Sektor. Äh,
Dann müssen wir da mal schnell wieder hinfliegen. Jetzt nix, ne? Wo ist es? Da ist es. Jetzt ist wieder das passiert. Das Schiff schaut in die falsche Richtung. Okay. Jetzt hat's geklappt, ne? Jetzt hat's geklappt mit dem mobilen Händler. Wollen wir hoffen, dass der noch da ist. Ja, das dauert aber lange mit dem Ladebildschirm. Ah, da ist es. Mobiler Händler. Ist das der da hinten, ne? Gut. Muss der jetzt unbedingt da hinter so einem Asteroidenfeld oder sogar drinnen ist er im Asteroidenfeld, oder? Ja. Ich glaube, ich kann mit dem so handeln, kann das sein? Carbon. Und verkaufen. Ich muss näher am Schiff sein, okay. Wie nah muss ich denn am Schiff sein? Kann man das irgendwo sehen? Nee, ne? Gucken wir mal. Ah, jetzt hat es geklappt. 236.000 hat das gekostet. Okay, geht. Gut. Was haben wir denn hier noch für Möglichkeiten? Das Carbon geht immer noch und die Kohle wird auch noch gehen, ne? Die Kohle wäre auch irgendwo in der Nähe. Okay. Aber das mit dem Händler, fliegenden Händler, das ist mir ein bisschen zu risky. Wenn er dann weg ist, dann bleibe ich auf der Klamotte wieder hängen, ne? Das machen wir nicht. So, dann gucken wir noch mal rein. Ölbohrturm, Ressourcen, Aluminium. Ich wollte ja eigentlich mal nach dem Tor da gucken, ne? Ist das das? West, Südwest, das ist das. Dann fliegen wir doch da mal hin. So, ich hoffe, ja, ich hoffe, ich fliege nicht dagegen. Hat wieder gut geklappt, ne? Dem einen ausgewichen, in den anderen reingeflogen. Wunderbar, oder? Das hat gut geklappt. Ah, toll. Wo ist das Tor jetzt? Da. Dann fliegen wir jetzt mal durch das Tor, ne? Nach dem großen Schaden, den wir verursacht haben. Jetzt können wir doch froh sein, dass wir noch nicht mal ganz drauf gegangen sind, ey. Der Held war das, der das geschafft hat, dagegen zu fliegen. Gut. So, jetzt. Oh, hier sind ganz viele andere Blipse noch drumherum, ne? Unbekannte Massensignaturen. Hier ist ein Schrottplatz. Okay, das bringt uns jetzt nicht so weiter. Wir übernehmen keine Verantwortung für verlorene Extremitäten bei der Verwendung des Geschützzerlegers. Schrottplatz, okay. Ja, hier sind ja überall Schiffe, die man dann ausbeuten kann. Was sagt er hier eigentlich? Schwach. Süd-Südost. Machen wir gerade noch die Reise dahin, gucken hinter, was da noch los ist. Vielleicht ist das ja effektiver, was wir da vorfinden. Und schauen uns das noch an. Torgebühr bezahlt. Auch ein schickes Schiff, ne? Was gibt's hier alles? Reparaturdock, drei Handelsposten. Das ist ein cooler Ort hier. Ja, Erz ist da, Kreditgebühr, alles gut. Ach, das ist einmal auf Deutsch und auf einmal auf Englisch da eingetragen. Ja, dann gucken wir doch mal gerade hier rein. Handelsposten, mobiler Händler, der will immer noch Kohle haben, aber Aluminium wollen die hier beim Handelsposten haben und da gibt's ja richtigen Gewinn, ne? Okay, das wäre da und wir müssen noch da fliegen. Würde sich ja rein theoretisch dann gut lohnen, ne? Karte raus. Hier raus.
Und wo muss ich ausrichten? Nach da oben. Und wenn wir dann da sind, fliegen wir da mal hin. Gut. Dann sind wir in dem anderen Sektor. Und kümmern uns gerade darum, dass wir da noch gerade ein bisschen holen. Ja, aber ich denke mal, wir machen das Ganze in der nächsten Folge. Vielleicht ist der Handel dann zwar nicht mehr da, aber das ist dann Schicksal. Und ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.